Hallo liebe Fische, herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was im August 2024 auf dich zukommen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, schauen wir mal. Was kommt hier im August 2024 auf Fische zu, bitte? 9 der Stäbe, okay. Jemand gibt hier auf. Ja, jemand gibt hier den Kampf gegen dich im August auf. Okay. So stellt es Ciro Marchetti dar, das ist der Künstler, der hinter diesen Karten hier steckt. Beim klassischen Rider Waite ist 9 der Stäbe, ich kämpfe weiter. Ja, ich habe jetzt so lange gekämpft, ich habe einen kaputten Kopf davon, aber ich kämpfe trotzdem weiter. Ciro Marchetti stellt das hier anders dar. Der sagt, 9 der Stäbe, ich gebe auf. Okay. Nein, die Bedeutung hier gilt. Ich ziehe diese Karten hier, gell? Es gibt ja auch einen Grund dafür, dass ich intuitiv zu diesen Karten greife für die Augustlegungen. Also da gibt Fische jemand endlich den Kampf gegen dich auf. Okay. Okay. Ach, der Münzen. Schön für ihn, schön für sie. Ich glaube, weißt du, ich habe hier 9 der Stäbe, vor 9 der Stäbe findet 8 der Stäbe statt. Hier bei dir habe ich 8 der Münzen liegen. Ich glaube, die Erkenntnis, dass du hier nicht mehr bei diesen Reibereien, bei diesen Kämpfereien mitmachst, dass du dich anstatt hier die ganze Zeit hin und her entwickelst, dich dazu entschieden hast, dich vorzubilden, dich wegzuentwickeln, dich auf Produktives zu konzentrieren, ja, dass diese Informationen jetzt dafür sorgen, dass dieser Mensch den Kampf aufgibt, weil dieser Mensch hat momentan den Eindruck, dass er sie gegen eine Wand kämpft. Ja, und das ist halt so, gell, wenn du da vor einer Wand stehst und Ping-Pong oder Tennis gegen die Wand spielst, Squash zum Beispiel, was passiert bei Squash? Wenn du Squash alleine spielst, was passiert da? Kann man das alleine spielen? Was passiert da? Du wirfst den Ball, ja, du schlägst den Ball gegen die Wand und was passiert? Kommt direkt wieder zu dir zurück. Also momentan kann hier zwischen euch beiden kein Hin und Her entstehen, weil du damit aufgehört hast, diese Energie aufzunehmen und dann wieder zurückzuspucken, ja, deine Energie zurückzuspucken, dann wieder hin und her, hin und her, hin und her. Stattdessen bist du hier seit einiger Zeit einfach eine Wand und alles, was dieser Mensch ab jetzt noch machen kann, kämpferisch, feindlich tun kann, prahlt an ihn, an sie wieder zurück und er, sie leidet dann nur noch mehr, während du hier mit 8 der Münzen weiterhin florierst und wächst und gedeihst und tust. Ja. 8 der Münzen, ich habe den Eindruck, Fische, dass hier im August eine spezielle Gelegenheit dir in die Hände fallen wird. Wird dir in den Schoß fallen, Fische? Und du wirst im August wirst du erkennen, wie wichtig und richtig es ist, das momentan zu priorisieren. Du verstehst, dass das eine einmalige Chance ist. Du verstehst, dass du das nicht verpassen darfst. Du verstehst auch, dass alles andere warten kann. Ja? Und wirst hier voll davon vereinnahmt sein, von dieser Chance, von dieser Gelegenheit, die dir da in den Schoß fällt, wirst du voll vereinnahmt sein im August. Und ich sehe dich hier sogar manchmal das Essen, das Trinken, auch aufs Klo gehen. Ja, all diese Dinge vergisst du hier, während du dich hier um diese Chance kümmerst, die du da vor dir hast. Es kann natürlich eine Geschäftsidee sein, das kann ein Geschäftsangebot sein, das kann von der Gemeinde ein Anruf sein und die sagen dann, hey Fische, oder du wolltest doch diese Garage da umbauen. Ich sag dir eins, ab dem 1. Oktober kommt der Verbot, oder? Du kannst es noch bis dann machen und ansonsten können wir dir das dann nicht mehr bewilligen. Ja, das ist dann sowas zum Beispiel, wo du dann sagst, hey Kollege, warte du mal da, wo du bist. Ja, ich kümmere mich jetzt um diese Garage, danach darf ich das nicht mehr. Okay, also es ist ein Momentum, der hier auf dich zukommt, wonach dann all das, was eh da noch da ist, beziehungsweise nicht so wichtig ist, warten kann. Okay.
Fische, du kannst aktuell, kannst du dir die Fortsetzung zum halben Preis holen. Ja, ist momentan um 50% reduziert, nur aber mit dem Code Sommer24, alles zusammen und groß geschrieben. Sommer24. Du findest den Code auch auf meiner Webpage. Ist ein zeitlich verfügbares Angebot. 50% Rabatt, ja, kannst dir die Fortsetzung zum halben Preis anschauen, okay? Dein Momentum ist eine zeitlich begrenzte Chance hier. Ja, ist genau das, was ich meine. Schau mal. Vier der Stäbe? Ass der Stäbe. Fische. Im August wird hier außerdem eine andere Person, das ist nicht dieser Mensch, das ist eine andere Person hier, Frieden mit dir herstellen wollen, ja, will mit dir Frieden herstellen, will mit dir wieder mit vier der Münzen den Alltag teilen, will mit vier der Stäbe, Entschuldigung, will dieser Mensch sich wieder mit dir verstehen, okay. Tatsache ist, dass hier mit Ass der Stäbe dahinter aber andere Motivationen herrschen, andere Motive herrschen. Entschuldigung. Dieser Mensch führt hier etwas im Schilde, möchte hier etwas durchführen. Okay? Und hierzu braucht dieser Mensch unbedingt diese freundschaftliche Basis zwischen euch beiden wieder. Mhm. Page der Münzen und wird hierzu mit Page der Münzen auf dich zukommen. Ja, das hier ist eine Einladung, die du erhalten wirst zu einem Picknick, zu einem Barbecue, zu einem Café. Ist eine Einladung, die dieser Mensch hier an dich senden wird. Und schaust du, siehst du, wie dieser Pfau hier so die Federn zurückhält auf dieser Karte? Wird hier dann bei dieser Einladung noch nicht präsentieren, was genau er sie vorhat, aber hat hier durchaus etwas vor. Ja, in der Fortsetzung schaue ich jetzt, was genau dieser Mensch hier vorhat. Ja, ja, ich zerpflücke das Thema hier. Ja, ja. Eben nicht vergessen, mit Sommer 24 bekommst du die Fortsetzung um 50% vergünstigt momentan. Okay? Sommer, alles zusammen groß geschrieben, findest den Code auch auf meiner Webpage. Okay? Ich werde hier mit diesen Karten Fische schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du hier vor deinen Gegenübern versteckst und was deine Gegenüber hier, ich frage ihr hier in Bezug auf diesen Menschen und auch hier in Bezug auf diesen Menschen, was die wiederum vor dir verstecken, und ich werde dir dann mit den Zeitkarten, werde ich dir auch ein Datum nennen, ein Datum hier für den nächsten Kontakt, und hier werde ich nachfragen, wann dieser Mensch hier auftaucht, um hier den Frieden wieder mit dir herzustellen. Okay? Den Link zur Fortsetzung findest du einerseits hier im Bildfische. Falls du es aus technischen Gründen nicht sehen solltest, findest du den Link auch in der Infobox. Zur Infobox gelangst du, indem du auf den Titel von diesem Video hier tippst. Dann öffnet sich das. Falls das nicht gehen sollte, geh einfach zu den Kommentaren von diesem Video. Da findest du es im obersten Kommentar. Ich habe das festgepinnt. Das ist ganz oben in den Kommentaren. Da ist der Link zur Fortsetzung. Falls dir mein Stil gefällt, Fische, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.